Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal und auch an alle, die das erste Mal zuschauen. Herzlich willkommen, ich bin die Käthe Comila und heute geht es mal wieder um ein Tauschpaket. Ja, ich habe heute Duftpost bekommen von einer lieben Duftnase. Ich hatte bei Instagram einen Aufruf gestartet und zwar hatte ich nach einem Tauschpartner, nach einer Tauschpartnerin gesucht. Und ja, da hatten sich verschiedene Mädels gemeldet. Fast alles Mädels, mit denen ich bisher noch nicht getauscht habe, außer eine. Aber zu der kommen wir heute nicht. Wir kommen heute zu einer neuen Duftnase und zwar zu der Lydia. Genau. Und die Lydia ist zum Beispiel eine ganz, ganz andere Duftnase als ich, was sich natürlich sehr, sehr gut trifft, weil so kann man sich so ein bisschen ergänzen und genau. So hat sie hoffentlich Freude an den Düften, die ich vielleicht entweder aussortiert habe oder die ich zum Beispiel auch da habe, aber ja, genau. Noch, ne, genau, auch was davon entbehren kann, ne? Ich hoffe jedenfalls, sie freut sich darüber. Und jetzt habe ich erstmal da ihr Paketchen vor mir stehen und ich würde auch sagen, wir legen gleich mal los. Erstmal habe ich hier so einen kleinen süßen Gruß bekommen, ganz, ganz lieben Dank schon mal dafür. Ja, und es geht direkt weiter mit Schoki. Ich habe die schon öfter gesehen, diese Schokolade. Wir haben die bei uns im Laden auch, bei uns beim Rewe haben wir die zum Beispiel auch. Aber ich habe sie bisher noch nie probiert. Deswegen total cool und ich freue mich drauf. Zitronenbaiser, Vollmilch-Zitronenbaiser. Na, da schauen wir mal, ne? Ist jetzt nicht so eine Schokolade wie jede x-beliebige, ne? Von so einer Sorte habe ich bisher noch nie gelesen. Dann hat sie mir hier einen Glückstrank eingepackt. Sehr süß. Mango-Ringelblume. Von Zaubermerch, okay. Oh. Dann hier so schöne Augenpads. Ne, sowas geht immer. Sehr cool. Grüner Tee und also hier so Masken, ne? So ein bisschen was für die Schönheit. Ne? Vielen lieben Dank. So schön. Und ein paar Tees hast du mir auch noch eingepackt. Mensch, vielen lieben Dank. Ganz toll. Ja, und dann sehe ich direkt schon Sachen, ach, da kommen mir direkt schon kleine Schätzchen entgegen. Alles da, viele Sachen, die ich nicht kenne. Ich sehe jetzt schon, dass es viele Sachen sind, die ich nicht kenne. Vom Burchin fangen wir mal an. Der Neumond, also den habe ich zum, ich glaube bei dem Restock, genau, das war Dezember 2022, da war ich nicht mit dabei. Den habe ich nicht mitgemacht, den Restock, deswegen bin ich umso gespannter. Was wir hier haben. Sehr süß. Das ist auch schön. Hoppala, ich lasse gerade mal was fallen. Entschuldigung. Direkt mal hier mit so einem kleinen süßen Muffin, Cupcake etc. Und sehr süß gegossen und diese schöne Farbe und Marmorierung. Ich mag ja sowas sehr. Okay. Also, das ist was Blumiges. Mit einer gewissen Kuscheligkeit und aber auch einer Foodie-Note. Also da ist auch irgendwas, ist da was, also irgendwas Gewürziges mit drin. Der ist schön. Ist da vielleicht auch irgendwie sowas, ein Neumond. Der hat für mich irgendwie so ein bisschen was Ingwer, ist da Ingwer drin, was Teiges? Aber irgendwas vielleicht auch in die Zimtrichtung. Blamiere ich mich gerade. Aber der ist auch cremig. Also der lässt mich ein bisschen im Dunkeln stehen. Aber irgendwas rieche ich in der Art. Also für mich ist der, wie gesagt, ein bisschen gewürzig. Ein bisschen vielleicht ne, frisch, aber trotzdem kuschelig. Foodie. Aber auch was Blumiges mit dabei. Oder? Ich muss mal gucken, was da drin ist. Weiß es nicht. Aber deswegen Neumond.
Ne, also das war im Dezember, also das ist schon für mich auch eher ein Winterduft. Es ist jetzt nicht, also man kann jetzt zu dem Wetter hier passt da jetzt gerade noch wunderbar. Also bei uns ist es gerade ganz, ganz, ganz kalt und ungemütlich und regnerisch. Es regnet ohne Ende. Aber ja, ne, das Bergische Land ist ja auch bekannt dafür, dass es viel Regen zu bieten hat. Also so gesehen. Ah, wir machen mal direkt weiter. Neujahrsfrühstück. Ach, das ist genau. Deswegen Dezember 22. Sie hatte ja gar keinen Restock gemacht. Sie hatte ja diese Neujahrsbox gemacht. Und die, genau, das wird die gewesen sein. Deswegen auch hier Neujahrsfrühstück. Ich hatte ja von Claudi von Duftmädchen Soul Fragrances bei Duftmädchen einen Happy New Year's New Year's Breakfast Duft. Dieser ist definitiv anders. Der hier hat für mich auch irgendwie was Parfümiges. Was, auf jeden Fall was Cremiges. Aber der hat für mich auch irgendwie komischerweise was Parfümiges und. Also der lässt mich auch ein bisschen im Regen stehen. Verrückt, okay. Auch gewürzig für mich. Und meine Nase cremig. Also was ich jetzt nicht rieche, wie bei dem New Year's Breakfast Duft von Claudie zum Beispiel. Also ich rieche jetzt hier keine Note von. Ich rieche jetzt hier nicht irgendwie Orangensaft oder Marmelade oder sowas. Es ist eine Gebäcknote dabei, ja. Es ist was Cremiges mit dabei. Was ich aber wirklich, was mir jetzt entweder entgeht oder ich, es ist wirklich nicht drin, ist halt irgendwas Frisches, ne? Es ist wirklich ein cremiges und gebäckiges Frühstück. Aber probiere ich gerne. Aber wie gesagt, er hat für mich irgendwie auch einen parfümigen Touch. Fragt mich nicht. So. Miss Curlywags Fresh Cashmere. Erstmal ein Duft, der absolut nach mir klingt. Miss Curlywax hatte ich bisher nicht viel und wenn nur in Tauschpaketen. Da bin ich also jetzt mal sehr gespannt, was der hier so kann. Ja. Das ist eine Kaschmirnote und sowas Fresh Cashmere, ja. Das habe ich schon mal so unter der Nase gehabt, so ähnlich. Aber wo? Ja, also der hat schon so einen Tick ins Stechende für meine Nase. Aber wo habe ich sowas schon mal gerochen? Ich weiß es nicht. Bei irgendeiner anderen Duftfee hatte ich sowas Ähnliches auch mal. Also es ist ein Kaschmirduft. Er hat was Cremiges. Wie gesagt, er geht schon für mich ein bisschen was in die stechende Note. Ja, er ist jetzt nicht so, also er ist schon cremig, aber nicht so abgerundet, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt ein Traum von einem Kaschmirduft, genauso wie ich es mag, sondern das ist so einer, ja, das wird jetzt nicht mein Lieblingskaschmirduft, aber zum Probieren sehr gerne und gefällt mir eigentlich ganz gut. Also schauen wir mal, ne, was der warm kann. Ah ja, Ginger Lily and Palm. Den habe ich entweder schon mal gesehen oder hatte ich den sogar schon mal unter der Nase. Ich von Kringle Candle. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin gespannt. Okay. Also er kommt mir bekannt vor, aber ich habe ich den schon. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gedüftelt habe. Ich bin irgendwie gerade raus, muss ich sagen. Also er riecht auf jeden Fall grün und frisch. Aber Ginger Lily, Ingwer Lilie, Ingwer Lilie und Palme. Also eben diese Palme, dieses etwas, diese herbe Frische, das rieche ich. Hat aber auch was Cremiges irgendwie. Also grün, frisch, cremig für mich. Gefällt mir. Kann man machen. So fürs Bad kann ich mir den ganz gut vorstellen. Sonst wäre es vielleicht so ein Duft, den ich eher mit irgendwas mischen würde. Ich glaube, der könnte auch gut irgendwie noch was Fruchtiges vertragen. Also vielleicht hat er auch ein bisschen, aber für mich ist er vor allem grün und frisch. Also ich rieche jetzt nicht sonderlich irgendwas, vielleicht noch ein bisschen was Zitrisches mit dabei, wenn ich so beschreiben müsste, wenn da noch was, ne, Fruchtiges drin ist, dann irgendwas in die zitrische Richtung, würde ich sagen.
Apropos frisch und fruchtig, da haben wir Country Candle, den Mango Nektar. Den kenne ich nicht. Das ist definitiv etwas, was ich mir nie holen würde, obwohl ich Mangodüfte schon mag, aber ne, fruchtige Düfte, ja, im Sommer geht das mal, aber da würde ich wahrscheinlich auch eher. Aber der riecht gut. Der riecht gut. Das rieche ich von hier aus schon, aber ne? Ja, der ist schön. Ist aber auch gerne was, was ich mische. Aber im Sommer gefällt mir das. Der erinnert mich halt so ein bisschen an Pineapple and Mango, obwohl der natürlich noch ein bisschen frischer und fruchtiger ist. Das ist jetzt hier keine Muffe Mango, aber er ist halt ein bisschen mehr Mango. Da ist jetzt halt keine Ananas oder irgendwas drin, was es noch ein bisschen spritziger und so macht. Der hat auch irgendwas, also halt eben, ne, fruchtig, aber auch cremig. Irgendwie hat der auch wieder was Cremiges. Es ist heute alles cremig, ne? Aber es ist auch so. Es hat irgendwas davon. Seduction von Butchin. Das könnte jetzt irgendwas Maskulines sein, würde ich mal vermuten, so von der Wachsfarbe und vom Namen her. Ja. Ah, das ist aber nicht so mein Gusto, muss ich sagen. Das ist sehr rauchig. Puh, ja, also sehr herb, sehr herb, sehr rauchig. Also da ist jetzt irgendwas in die Richtung Palo Santo oder sowas drin. Ne, also würde ich jetzt so in die Richtung tendieren. Nag Champa, Palo Santo, irgendwie so. Vielleicht auch eine Spur Patchouli. Also das ist aber nicht so. Also der ist jetzt nicht unbedingt so mein Gusto. Vielleicht, ja, nee, den würde ich auch nicht abmischen mit irgendwas. Der ist mir einfach eine Spur. Der ist mir schon eine Spur zu herb und zu holzig und zu, ja, zu herbmännlich. Ne? Genau. Wie gesagt, ihr wisst, ich mag das ab und zu, aber ja. Neujahrswäsche, Dezember 22 von der, Moment, Butchin, von Butchins Wax Melts. Ja, oh, das ist aber ein frischer und fruchtiger Wäscheduft. Der ist interessant. Da ist aber noch irgendwas total Fruchtiges mit drin. Und der hat schon so einen Hang, also es ist so an der Grenze für mich, aber auch wieder ins Stechende zu gehen. Aber der ist so, dass er noch cool ist, glaube ich. Was ist das Fruchtige da drin? Aber er ist auf jeden Fall auch, wie ich finde, recht holzig. Oder es ist halt so eine Cotton-Note, die halt in dieses Holzige geht. Also in dieses Stechende meine ich, nicht Holzige. Also es ist kein typischer, es ist jetzt kein typischer Laundry-Duft für mich. Aber ich denke mal, das ist diese Cotton-Note, die so ein bisschen an der Grenze knabbert. So, ne? Aber interessant, bin ich gespannt, den zu testen. Vintage Bookstore von Traumdüfte. Da wüsste ich ja, wenn er mir nicht gefällt, wem er gefällt. Meine Freundin Patty, die Duftbibliothek Deluxe auf Insta, die liebt solche Düfte. Ne, der Name sagt es auch schon. Oh, aber der ist nicht schlecht. Der gefällt mir, glaube ich. Der könnte mir gefallen. Für so, oh, jetzt hab ich ihn zerbrochen. Och no. Aber das ist dann vielleicht gar nicht so schlecht. Dann können wir da geschwisterlich teilen. Der ist schön. Das ist nicht, der ist nicht. Ja. Ach ja, okay. Ich muss mal schauen. Der könnte Patty auch gefallen. Der ist schön. Also sowieso, die mag ja sowas in der Richtung sowieso total gerne. Ne, der riecht wirklich so. Na, aber der hat was Parfümiges trotzdem, aber der hat ist so ein bisschen weicher als die anderen, die ja in diese Richtung gehenden Düfte. Die ja sonst wirklich sehr rauchig, herb, ledrig, altes Papier, Pergament. Ne? Also
Der ist gar nicht schlecht, ne? Was rieche ich denn da, was für mich so ein bisschen in diese parfümige und fast schon blumig-fruchtige geht? Ne, deswegen gefällt der mir, weil da irgendwas drin ist, was das ganze Schwere so ein bisschen hebt. Finde ich gut, mag ich. Traumdüfte, darf. Na, das ist natürlich mein Gusto, ne? Darf ist natürlich etwas. Ach, darf gerne bei mir einziehen. Ja, und das ist darf, ne? Ja. Ich bin ja so ein Darf-Mädchen, ne? Genauso wie die blaue Creme auch, ne? Ja, das ist wirklich schon. Der ist auch schon wieder der könnte auch gut intensiv sein. Auf jeden Fall, ne, der Darf ist ja sowieso so ein bisschen, hat so ein bisschen mehr, ne? Ne, als jetzt zum Beispiel die blaue Creme in der Dose, ne? Die ist ja so ein bisschen weicher und so ein bisschen umschmeichelnder und so. Darf ist dann schon so ein bisschen, der hat auf jeden Fall auch schon wieder so eine Spur ins Stechende. Heute sticht es in meiner Nase, wie es scheint. Oder ist es einfach jetzt der Abend, der so ein bisschen, ich weiß es nicht. Zaubergarten. Lustigerweise, den habe ich auch schon gedüftelt. Also entweder düftel ich ihn nochmal oder ich würde ihn, glaube ich, auch sonst einer meiner Duftnasen mit ins Paketchen tun. Aber der ist schön. Den habe ich jetzt nicht beim Restock mitbestellt, weil ich ihn schön fand, aber auch nicht so viel mehr. Ja, ein grüner, floraler Duft, ne? Schön ist er. Ne, aber ich glaube auch ein bisschen was Fruchtiges noch mit drin. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was da so drin war, aber ja. Ah ja, ein Winter Triple von der Mix-Idee von Sandra von Wohlfühlmomente. Home Sweet Home, Sugar Milk und ein Tennlein steht im Walde. Da bin ich mal gespannt. Das ist natürlich auch eine interessante Mischung. Diese Home Sweet Home Sache ist ja an sich schon recht kuschelig und eben kuschelig, gemütlich, ne? Und dann diese Tannennote. Ja, sehr weihnachtlich, sehr. Die Ta Ach, okay, da unten, ja, da unten ist die Tanne auch. Und ich wollte nämlich gerade sagen, ich wusste erstmal, da nimmt man sie auch ein bisschen wahr. Und hier oben ist er vor allem sehr zimtig und sehr gemütlich, ne? Wie dieser Home Sweet Home halt ist. Und so ein bisschen riecht man halt auch in der Mitte diese Sugar Milk. Ich bin gespannt, wie sich das dann in der Lampe so entwickelt. Das sind jetzt eigentlich so Düfte, die ich jetzt nicht mehr düfteln würde. Also müssen die wohl in meine Winterkiste wandern. Genau. Ach, Feigenmilch und Tannenbalsam. Ja, den habe ich auch gehabt von Soul Fragrances bei Duftmädchen. Der hat mir gefallen. Oder ist schon ziemlich auseinandergebrochen. Ja, der hat mir gut gefallen, ne? Aber war jetzt auch nichts Weltbewegendes, ne? Muss man auch mal, ne? Das wird jetzt nicht einer meiner totalen Favorites für den Winter, aber den kann man gut machen. Muss auch in meine Weihnachtskiste wandern. Den H2O Mann, den habe ich weitergereicht schon oder in ein Tauschpaket getan für meine liebe Simone, weil die ist natürlich, das ist genau ihr Ding. Hat sie ihn selber mitbestellt, ist bei diesem Restock, ich glaube ja. Wenn er ihr gefällt, dann. Oder ich packe ihr sowieso den einfach nochmal mit rein. Ne? Weil meins ist er nicht. Das ist so ein. Der ist für mich gar nicht so unfassbar aquatisch. Der ist für mich vor allem sehr parfümig. Und der hat irgendwas Gewürziges. Da ist was Zitrisches auf jeden Fall drin. Aquatisch, was, ne? Klar, aquatisch, zitrisch. Aber auch was recht Holziges und Parfümiges. Also es ist jetzt nicht dieser total krasse H2O-Mann für mich. Bedtime Bath ist natürlich auch so ein Klassiker von Traumdüfte, ist der. Bedtime Bath ist ein Duft, der geht immer, ne? So Lavendel-Kamille-Duft, ne? Ja, der ist recht sanft. Aber das ist der oft, ne? Der ist total schön. Aber da würde ich auch wieder das ganze Melt in die Lampe schmeißen, weil ich befürchte, dass der sonst, ja, dass der sowieso, dass der ist sehr sanft. Dezember 2022. Aber mag ich halt, ne? Mag ich sehr.
Jeepers Creepers. Oh, ich glaube, den hatte ich unter. Ach, natürlich, das ist der Halloween-Restock gewesen. Den hatte sich Vero bestellt. Das war das erste Video, ihr Lieben, mal das erste Duftvideo, was ich gedreht habe, mit der lieben Magie der Düfte, mit meiner lieben Vero zusammen. Ich gucke mal, ob ich das Video verlinkt bekomme. Dann könnt ihr euch das, wenn ihr Lust habt, einfach nochmal angucken, ne? Wie die Käthe da ihre ersten Schritte in Richtung Videos gemacht hat. Ne, genau. Ja. Jeepers Creepers. Das ist halt wirklich ein mystischer Duft, ne? Holzig und ja. Also ich hatte ihn noch krasser in Erinnerung. Ich muss mal gucken. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Beuteschema. So, also total. Aber interessant ist er. Und der ist auch gar nicht, also dafür, ne, da ist der auch schon angenehm, dass er nicht in meine Richtung geht, ne? Aber ja. Tropical Waters. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte genau den gleichen reingelegt. Habe ich aber nicht. Aber der sieht ähnlich aus, den ich hier reingelegt habe. Country Candle, Tropical Waters. Hatte ich den nicht letztens in der Lampe? Ich weiß es gerade nicht. Ja, aber das ist so ein. Das hätte ich jetzt genau. Ich glaube auch, den schon mal gehabt zu haben. Das kommt mir bekannt vor. Ja, also sehr aquatisch. Mit einer fruchtigen Note. Ne, so wirklich, also tropical. Tropical, tropische Früchte mit einer sehr aquatischen Note. Da kann man gar nicht viel mehr sagen. Das ist genau dieser Duft. Und es ist sehr gut getroffen. Und das ist eine schöne Mischung. Gefällt mir gut. Aber ich mag sowieso die Sachen von Kringle Candle und von Country Candle. Also deswegen. Ne, genau. Lava von Traumdüfte. Lava. Lalalala. Ist das jetzt ein Parfum oder ist jetzt Lava? Ich weiß es nämlich gar nicht. Oh, puh, oh. Das ist sehr bitzelig, sehr bra für mich brausig, zitrisch. Also ich mag zwar zitrische Düfte, aber wenn sie mir, das ist schon wieder sowas, was mir in der Nase bitzelt. Nee, der ist nicht meins, muss ich sagen. Genau, aber Lava. Ich weiß jetzt, ja, deswegen, das würde natürlich, ne, dieses, wenn die Lava, die so ein bisschen aufschäumt, und das hat für mich so was Schaumiges, Brausiges, so ein bisschen. Ne, wie wenn man diese Ahoi-Brause einmal so aufschäumt. Kennt ihr das mit Wasser halt, ne? Genau. In die Richtung geht das für mich, würde ich jetzt mal so assoziieren damit, ne? Aber keine Ahnung, ob ich jetzt voll daneben liege. Ah. Crossroads. Crossroads ist nicht unbedingt meine Lieblingsfirma. Ich finde, die Wachse haben irgendwie immer, also das Wachs riecht immer so ein bisschen komisch, plastikmuffig. Mal gucken, ich weiß, also aber Fresh Cut Roses wäre natürlich eigentlich total mein Ding. Ich habe diese aber bisher, alle, die ich bisher von denen gerochen habe, und ich war bei Anja im Laden, bei Candle Warmers, war ich schnuppern. Da kommt mir schon mal ein schöner Duft entgegen, aber genau. Da diese Note, diese plastikwachsige Note überall halt vertreten war, hat mir kein einziger Duft gefallen, so, ne? Aber hier geht's. Ah, nee, aber da kommt im Nachgang auch diese. Das ist so schade. Es riecht so wachsig. Es soll aber anscheinend bei den Kerzen nicht so schlimm sein, aber bei den Wachsen halt nun mal, ne? Der Duft an sich ist sehr schön, aber der erinnert mich halt, also Fresh Cut Roses gibt es halt von allen möglichen Duftfirmen, vor allem den von Village Candle, den mag ich sehr, sehr gerne. Also der heißt da aber Wild Roses und dann gibt es noch einen Just For You, die mag ich wirklich sehr. Genau, aber probiere ich trotzdem sehr gern aus. Und dann haben wir hier den von Burchin, den Keks, Kirschmandelkeks. Wenn er mir nicht gefällt, weiß ich auf jeden Fall auch schon jemanden, der sehr angetan wäre bei dem Duft. Wollen wir mal schauen. Oh ja, oh ja. Aber kommt mir bekannt vor. Oh, der ist sehr cremig, ne? Das ist wirklich so eine schöne, also es ist eine marzipanige Mandelnote. Absolut Marzipan, so richtig ins Gesicht. Und dann diese Kirsche dabei. Aber ist schön. Gefällt mir. Gefällt mir gut, aber den werde ich, glaube ich, ich werde ihn, glaube ich, teilen. Genau, da bekommt meine liebe Vero was ab, weil das ist, glaube ich, genau ihr Gusto. Sie mag sowas sehr. Genau.
Golden Chestnut von Soul Fragrances. Oh, Chestnut kann so ein Ding sein, ne? Das ist so. Chestnut ist manchmal so ein kleiner Stinker, der ist schon gebrochen, da kann ich also gut. Aber der ist schön. Das ist wirklich ein schöner, cremig-nussiger, ne, halt Chestnut, ne? Gefällt mir. Ist recht sanft, ne, aber eben, das sind ja, also Chestnut-Düfte sind, obwohl ich habe da welche von Scentsy oder der Nase gehabt. Puh. Also, aber da, deswegen habe ich jetzt auch gerade eher gesagt, so, puh, weiß ich nicht. Und dann, ich habe ihn nicht ihr ins Tauschpaket getan, aber den habe ich nämlich auch gehabt. Der ist jetzt gerade ausgezogen, jetzt ist er wieder eingezogen. Von Römer Kreation, der Lavendel Marshmallow, ihr Lieben. Ein schöner Lavendel Marshmallow Duft auf jeden Fall. Ja, aber Lavendel Marshmallow, ne, das hat man irgendwie. Ich hab so viele Lavendel Marshmallow Düfte irgendwie schon gehabt und so. Ne, und genau, aber der ist auch schön. Von Römer Kreation, genau. Und das war's. Das war das Tauschpaket. Liebe Lydia, ich danke dir auf jeden Fall sehr und fand es sehr schön, dass wir getauscht haben. Ja, viele, viele Düfte und ganz ehrlich, ich kannte sehr, sehr viele davon nicht. Ne? Also zumindest nicht hundertprozentig. Also einiges war mir schon so ein bisschen, aber ne, habe ich so ein bisschen schon ähnlich gerochen. Aber vieles Neues für mich dabei. Danke, dass ich das alles kennenlernen durfte und dass wir getauscht haben, meine Liebe. Ganz, ganz liebe Grüße von mir hier und ich hoffe, dein Paket dürfte, glaube ich, morgen bei dir eintreffen. Und ich hoffe natürlich auch, dass es dir ganz, ganz doll gefällt. Und ja, ne, ihr Lieben, ja, das war's. Das Video ist schon zu Ende. Also, das heißt schon zu Ende, ne? Aber es ist zu Ende. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, ne, und passt auf euch auf. Macht's gut, bis dahin.